Aber das mit Aldi, das hat mich auch sehr erstaunt. 2030 kein Billigfleisch mehr. Herr Borchert, wie bewerten Sie das? Wir brauchen ein staatliches Label, damit der Verbraucher die Chance hat zu erkennen, was sich hinter dem Label verbirgt. Wenn jeder Anbieter sein eigenes Label hat, seine eigene Ampel hat, dann findet der Verbraucher dann nicht mehr zwischendurch. Und bei Aldi wird das Problem bestehen, wenn Sie die Produktion von Mastschweinen in der Haltungsstufe 3, das ist die Haltungsstufe 4 des Handels, bedeutet, dass das die Produktion 30 bis 40% teurer wird. Und erfordert erhebliche Investitionen. Und wenn Aldi hier nicht langfristige Angebote macht, und die ersten Gespräche zeigen, da habe ich auch Verständnis für, dass der Handel keine privaten Verträge anbietet mit einer Laufzeit von 20 Jahren und einer Preisgarantie, die die Kosten auffangen, dann kann das Angebot für den Umstieg, den Aldi vorhat, nur in einer engen Zusammenarbeit zwischen den Discountern und der Politik mit der Umstellung, mit der Umsetzung der Empfehlungen geschehen. Dann, glaube ich, schaffen wir das Angebot. Und dann finde ich es gut, wenn die Discounter sagen, wir bieten dann Fleisch der Haltungsstufen 1 und 2 nicht mehr an, sondern nur noch 3 und 4. Aber hier muss durch die Umsetzung der Empfehlungen mit durch die Politik die Voraussetzung für die notwendige Produktion geschaffen werden. Und glauben Sie, dass ein Tierwohl-Label, vielleicht auch abschließend die Frage jetzt zum Thema Tierwohl, die Verbraucher dann auch dazu animiert, ein bisschen mehr Geld auszugeben? Bei uns zu Hause zum Beispiel heißt es immer, lieber einmal ordentliches Fleisch als fünfmal irgendein minderwertiges. Also glauben Sie, die Konsumenten sind auch bereit dafür? Also dann sind Sie zu Hause die große Ausnahme. Ich glaube, ob es gelingt, über einen längeren Zeitraum die Einstellung der Konsumenten zu verändern, weiß ich nicht. Ich bin an der Stelle skeptisch. Es gibt ja Untersuchungen über das Kaufverhalten. Da sind Verbraucher befragt worden vor dem Einkaufen. Dann haben 80% der Verbraucher gesagt, sie wären gern bereit, höherpreisige Produkte zu kaufen, Produkte aus einer Haltungsform, die mehr Tierwohl garantiert, dann sind die Einkaufszettel nach dem Einkauf kontrolliert worden. Dann waren es, glaube ich, nur 18%, die höherpreisige Produkte gekauft haben. Alle anderen haben Billigprodukte gekauft. Dieses Geiz ist geil Verhalten der deutschen Kunden ist, glaube ich, nur sehr schwer zu verändern. Ich hoffe über einen längeren Zeitraum, dass wir das verändern können. Aber wir können nicht erwarten, dass innerhalb von wenigen Jahren sich das Kaufverhalten in Deutschland total verändert. Da bin ich sehr skeptisch wenn ich die Untersuchungen sehe, die es dazu gibt und auch aufgrund der eigenen Erfahrung, die ich in vielen Gesprächen gemacht habe. Ja, das war Und auch wir eine müssen auch Umfrage des. feststellen, das Verhalten bleibt erstmal so. Das war auch eine Umfrage, da war gerade also Tönnies mit in der Diskussion und da hat man mal gesehen, wie es dazu zugeht. Und das war auch sehr überraschend vor dem Einkauf, nach dem Einkauf. Herz, ein Tierwohl-Label. Ich wollte bloß, Sie haben mich gerade gefragt nach dem Label. Ich wollte in die Diskussion mit einbringen. Ich kriege sehr viel Zuschriften von Verbrauchern, aber auch von Landwirten, die die zunehmende, die Inflation an Labels kritisch sehen. Also mir schreiben Richtig. viele Verbraucher und Menschen, Landwirte sind auch Verbraucher, sie kennen sich nicht mehr aus und sie warnen uns Politiker, hier neues Labeling zu forcieren. Es ist also die Rückmeldung der Menschen, die ich wahrnehme. Ich weiß nicht, wie es Herr Borchert und die Christine Singer empfinden, aber ich glaube, da sollte man vorsichtig sein, denn irgendwann sagt man dann uns, wir kennen uns nicht mehr aus. Ja, aber gerade so eine verpflichtende Tierwohlkennzeichnung, also verpflichtende einheitliche, für jeden gleich staatlich, also sag jetzt mal, wenn der Staat bezahlt, dann überprüft auch der Staat. Das würde dann dieser Siegel- und Kennzeichnungsflut vielleicht Einhalt gebieten und man hätte wieder Struktur und es wäre wieder besser erkennbar. Also ich würde eine verpflichtende Tierwohlkennzeichnung diesen ganzen freiwilligen Labels vorziehen, ganz ehrlich. Das ist dann eben auch verbindlich. Und was Ich natürlich stimme auch wichtig vor. war, ist, dass man verarbeitete Produkte außer Hausverzehr, dass das alles mit einbezogen wird, damit, also Richtig. das stärkt dann einfach auch das Vertrauen.
in so ein Siegel und auch wieder in unsere Erzeugnisse, in das, was Landwirtschaft erzeugt. Also man muss einfach alle Lebensmittel mit einbinden. Also ich stimme Frau Singer voll zu. Die Vielzahl der Label, die es inzwischen gibt, und da findet ja nun wirklich kein Verbraucher mehr durch, kann nur überwunden werden durch ein staatliches Label, das sich dann am Markt durchsetzt. Und dann werden auch die jetzigen Labelinhaber schrittweise ihr Label aufgeben. Nur so kommen wir zu einem einheitlichen Label. Und nur so versteht auch der Verbraucher dann am Ende, was sich hinter dem Label verbirgt. Genau. Wunderbar.